Darf ich dann trotzdem danach noch was dazu sagen? Ja, Ja, selbstverständlich. Es ist nur, dass man diese Reihe, weil ich immer wieder merke, es sind Sachen, die ich in so vielen Selbstgesprächen erklärt habe, und die stürzen die Figuren. Jetzt wohlgemerkt, ich rede nicht von den Figuren, ich betone immer wieder einen Satz verstehen. Das Erste, dir muss klar sein, dass du einer Information von dir niemals was erklären kann. Eine Information, der du was vorwirfst, ich sage jetzt am Protagonisten, wir können das noch mehr vereinfachen, irgendeinem Menschen, den du dir denkst, dem was vorzuwerfen, dass er so ist, wie du ihn momentan denkst, wie du ihn träumst, das ist komplette Selbstentmachtung. Du musst dich wirklich den Mut haben als Geist, und da musst du zuerst einmal Geist sein. Das ist das Entscheidende. Und jetzt haben wir diese unsere Reihe, ja, diese vier Ichs, wie ich das nenne. Und diese vier Ich haben ja nochmal als Fünften, als Quintessenz einen ausgedachten UP. Da wirst du dann zwangsläufig, sobald du dir einen roten UP ausdenkst, wenn du weißt, was damit symbolisiert wird, bist du dann der Sechste in Rot. Aber das habe ich gesagt, bis zur fünften Stufe kann man einen Unterschied machen, und dann kannst du immer nur sagen, da muss einer da sein, der sich einen UP ausdenkt. Einen roten, nicht denkbaren. Wir haben jetzt schon die zwei Seiten, das ist kein Widerspruch. Aber sobald ich jetzt mir den denke, den Sechsten, kann ich nur sagen, jetzt, weil da muss jetzt einer da sein, der sich einen ausdenkt, der sich den roten UP ausdenkt. Und dann muss schon wieder einer da sein, der sich an ausdenkt, der sich wiederum an ausdenkt. Du merkst jetzt, ab der fünften Stufe kann man immer nur noch sagen, da muss noch mal einer davor sein, noch mal, den kann man gar nicht mehr definieren. Klar. Okay, und jetzt mache ich, dass ich immer die Zweierbärchen, wenn man sich jetzt diese Reihe vorstellt, die tue ich nicht extra jetzt auf dem Bildschirm holen, dass ich in einer extremen Vereinfachung, wie ich immer sage, Vereinfachungen von Vereinfachungen weise ich darauf hin, dass ich sage, wir haben das kleine blaue Ich, das ist die Person, das große blaue Ich ist der Mensch. Dann kommen wir im roten Bereich. Das ist aber schon eine Vereinfachung. Ich habe schon ein paar Mal angesprochen, dass das kleine blaue E-Chat ist eigentlich eine intellektuelle Kollektion. Das ist deine momentane Information. Und diese momentane Information, nimm einfach einmal ein Bild auf dem Monitor. Dieses Bild auf dem Monitor ist eine Kollektion. Klar. Von Arrangement, von Farbhelligkeiten in einem Pixelraster. Eine Kollektion, eine ganz spezielle Kollektion. Und wenn sich das Bild verändert, wird nur die Helligkeitsunterschiede dieser Lämpchen verändert, das dir natürlich die Illusion eines anderen Bildes erzeugt. Bleibt vollkommen statisch. Wir haben nur Bild für Bild eine Veränderung eines kleinen blauen Ichs. Und jetzt haben wir da gerade ein zweites blaues Ich dazu. Das ist jetzt das, was die Persona, die Projektionsmaske, ich, das Display, wie ich das nenne. Das Videodisplay. Und jetzt gehen wir immer diese Ichs durch. Das wäre jetzt ganz korrekt. Da brauchen wir ein Display, das ist das kleine blaue Ich, die Persona, die Maske, mit der du projizierst und im Rückweg wieder filterst. Das sind wieder die zwei Seiten. Zu diesem kleinen blauen Ich haben wir unter dem Display haben wir ein Programm stehen, das dieses Display steuert. Das ist das große blaue Ich. Und jetzt pass auf, ich fange nochmal an. Die Kollektion auf der Wand, wir machen mal ein projiziertes Bild, wird erzeugt durch ein Display. Jetzt springen wir um zwei hoch. Das heißt, dieses Display wiederum wird angesteuert von einem Programm. Jetzt springen wir wieder um zwei hoch. Dieses Programm muss ja mit Display jetzt in der Verbindung muss ja beleuchtet werden mit dem Rot nicht. Das ist jetzt unser Bewusstsein, das ist die Lampe im Projektor. Jetzt springen wir wieder zwei hoch. Da sind wir noch, jetzt sind wir im violetten Bereich, das ist der bewusste Christus. Der ganz bewusst mit einem Programm ganz bewusst Bilder aufschmeißt. Das ist das, wo ich dich zurzeit hinführen will. Dass du jeden Moment weißt, warum das da ist, was jetzt da ist, was von dir wahrgenommen wird, dass dir bewusst ist, das kommt aus mir, diese Symbolik mit dem träumenden Geist. Und es wird durch meinen Intellekt erzeugt. Und jetzt springen wir dieses Bewusstsein, das rote kleine Ich, das rote Ich mit ICH, ist immer verbunden mit einem blauen Ich. Das ist eine schöne Reihe, wo ich zigfach schon, die ich muss jetzt nicht extra reinstellen. Und dieses rote Ich, die Lampe, die hat jetzt das JCH im Hintergrund. Das ist in einem gewissen Maß die Energiequelle. Weil die Lampe würde ja nicht laufen, brennen, wenn die Energiequelle nicht da wäre. Habe ich übrigens im Weißenbuch-Vortrag noch gesagt, dass du jetzt feststellst, wenn wir zeitlich denken, wir haben flackernde Lichter, die ändern sich. Die sind verbunden mit dem Display, das die Lichter erzeugt. Das heißt Licht, 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 Licht. Das ist wiederum dieser Wechsel, das ist wie wenn ich sage, what, ist ein schnellerer Rhythmus, wie wenn du Zahlen siehst. Der Rhythmus der Zahlen ist schon langsamer. Zeile, Zeile, Zeile. Das wäre jetzt
du tauschst ja ständig die Filme in dem Computer aus. Der Wechsel der Filme ist wesentlich langsamer wie der Wechsel der Bilder auf der Leinwand, beziehungsweise auf dem Bildschirm. Das sind Sachen, die sind vergänglich. Das ist blau. Klar. Existierendes, was wir uns ausdenken. Die Lampe, der träumende Geist, der wiederum ändert sich ja nicht. Es bleibt immer der träumende Geist. Das ist jetzt der Geistesfunken, der hier mit einem Programm arbeitet, der seine Bücher austauscht, der immer nur ein Buch in seinem Arbeitsspeicher hat, ein Leben, das er anschaut, bleibt immer dieselbe Lampe im Projektor. Die ändert sich dabei nicht. Das ist jetzt, was ich Geistesfunk nenne, ist aber letztendlich diese Energie, was JCH ist. Das ist der vorm Bücherregal. Darum merkst du, dass das Ich, das rote Ich und das ICH und das JCH eigentlich dasselbe sind. Der einzige Unterschied, beide sind ewig. Der einzige Unterschied ist, dass hier das ICH in Verbindung mit einem blauen ICH steht, mit einem blauen Ich steht. Das heißt, der Geistesfunk ist dieser Geist, der jetzt reinfällt in diesen Wechsel von Bildern in seinem Kopf, weil er eben ein Buch durchrastert und der JCH hat unter sich die Lampe im Projektor, die verändern sich gar nicht, die bleiben eins. Der Klar. hat dieses Phänomen, dass sich ständig Bilder austauschen, weil der in einem reinen Chatzustand ist. Ganz klar. Dieser Chatzustand, diese Kollektion, es ist so einfach zu verstehen, wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, kannst du lesen und schreiben, sagst du ja. Genau. Und jetzt ist die große Sache, ich bin ein Kind und sage, zeig's mir, du hast 5 Minuten Zeit. Dann fängst du gar nicht an, weil du musst dir das aneignen, genauso musst du Genau. die Vordersprache aneignen. Und ich habe jetzt da Geschichte, zum Beispiel zur raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte, ist nochmal der Unterschied, ob du jetzt auf die Holofilling-Internetseite gehst und dann die ganzen Bücher siehst und da mal in ein Buch reinzappst, dass du die Datei öffnest. Die kann man ja hier, jetzt rede ich vollkommen raumzeitlich, der Udo Stamm hat die ja drucken lassen und die Irene hat sich die jetzt alle bestellt. Und dann kommt diese Kiste und dann siehst du diesen Stapel, ich kann jetzt das mit der Hand gar nicht zeigen, an DIN A4 Büchern. Und wenn du jetzt zum Beispiel nur die Holo-Arithmetik nimmst oder die Holo-Grammatik und du nimmst dann das Buch heraus und du rastest dann mal mit dem Finger so durch. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wie wenn du einfach eine Seite anschaust, weil du die Datei im Arbeitsspeicher hast. Und du siehst dann dieses Geschriebene mit den Formeln mit Rot-Blau. Die Arbeit ist ganz anders. Jetzt rede ich ganz normal, ich betone das zu schreiben, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Von dem intellektuellen Inhalt und der Tiefe müssen wir überhaupt nicht sprechen. Dann schockiert dich das, wenn du diesen Riesenstapel siehst und du weißt jetzt, ich sollte es lernen. Nicht nur lesen, schon das Lesen erzeugt in einem gewissen Maß irgendwie einen Schauder da. Man fängt in der Regel gar nicht an, man ist schockiert. Und es sind wirklich jetzt in dem kleinen Holofilling-Kreis, ich muss jetzt immer wieder sagen, das sind ausgedachte Menschen, die das spielerisch die letzten 20 Jahren hier viele, viele Bücher oft 5, 6 Mal gelesen haben. Weil du musst immer wieder wissen, Zeit ist was sehr Relatives. Ich habe da so eine kleine Geschichte. Du setzt ja Prioritäten. Mir fällt jetzt da gerade was ein, vor vielen, vielen Jahren, das ist jetzt mit Sicherheit, war um das Jahr 2000 jetzt zurückgeblättert. Das war so der Anfang von Holofilling in Bayreuth. Und da hat es eine gegeben, ich nenne die einfach mal Roswitha, und die haben mich immer wieder mal eingeladen. Und dann habe ich geredet. Und ihr Mann hat übrigens diese zwei gedruckten Ich bin du und du bist ich, hat der hat die Druckerei, der hat diese Bücher gedruckt. Also die ersten zwei, die gedruckt wurden. Und ja, habe ich nicht wieder mal nach Bayreuth kommen, dass wir grillen und dann lädt sie die Leute wieder ein. Und da habe ich ungefähr 3 Monate vorher, weiß ich noch, das war, da ist gerade das Wir sind alles, der dritte Band erschienen, glaube ich, war es. Der dritte Band. Also da hat es erst das dritte Buch gegeben von diesen vielen, vielen Büchern. Erst war damals auf dieser Seite erst das dritte Buch erschienen, rein die Datei. Die habe ich in Jan gegeben und der Jan hat ihr das weitergegeben. Und die ruft mich dann 3 Monate später an, ob ich nicht wieder mal nach Bayreuth komme. Und dann frage ich die, ob sie dieses Buch schon gelesen hat. Dann sagt die zu mir, ich habe noch keine Zeit gehabt. Und dann habe ich nur darauf geantwortet, ich habe auch keine Zeit und aufgelegt und seitdem existiert die in meiner Welt nicht mehr. Konsequent. Weil es Konsequent. ist schriftweg, wenn du hier eine neue Schrift kriegst, wenn du in Ansätzen verstanden hast, und ich betone immer wieder, es geht nicht um den Udo. Wer durch diese Bücher zu dir spricht in so einer direkten Form, wie das nicht einmal die Bibel oder irgendeine andere Schrift macht.
Und sie sagt zu mir, sie hat 3 Monate dieses Datei und keine sie hat Zeit. 3 Monate keine Zeit, da reinzuschauen. Okay. Dann nehmen die das nicht für voll, dann bin ich für die ein Pausenclown, der sehr unterhaltsam ist, dass ich eingeladen war. Exakt. Und das sage ich bis zum heutigen Tag. Wenn mir einer zuhört, entweder hast du den Geist, dass du das erkennst, wo du unterschiedlich zwischen all den Geschwätz der Menschen, das auch sehr richtig sein kann. Du weißt, ich sage, du das, was die Prediger predigen, aber mach nicht das, was sie selber tun. Das werde ich nie freimachen. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder hast du angebissen oder nicht angebissen. Und ich bin kein Zellenfänger in einem gewissen Maß, wieder eine Seite. Ganz klar. Ich bin kein Sektenheini, der dich in eine Sekte bringt. Du kannst mir nicht nachlaufen. Du kannst nirgends eintreten. Ganz genau. Den Weg musst du alleine gehen. Ich bin der Wegmeister, der dich in eine höhere Ebene führt. Aber da musst du zuhören lernen. Hat hinhören. Nichts mit Geld zu tun. Holofeeling hat nicht das Geringste mit Geld zu tun. Jeder, der sich intensiv damit beschäftigt, weiß das. Und auch nicht mit irgendeiner Gruppe zu tun. All das, diese Feindbilder. Klar. Darum habe ich ja heute Morgen nochmal schnell, ob wir jetzt eine politische Partei nennen, eine Gruppierung, ob wir es eine religiöse Sekte nennen. Nochmal ein alter Satz von mir. Was haben all diese Insekten, Seienden, ob man das jetzt Verein nennen oder Partei nennen oder irgendeine Sekte, eine religiöse Gruppierung nennen. Was haben die alle gemeinsam? Sie leben zuerst einmal in der impertinenten Arroganz, dass sie glauben, diese Einseitigkeiten, die sie als hundertprozentig richtig anziehen, wäre das einzig Richtige? Dass ihre Meinung nur richtig ist und alles, was ihrer Meinung widerspricht, ist falsch und verkehrt und muss bekämpft werden? Das ist das erste große Problem. Das haben alle gemeinsam. Und alle glauben, möglichst viele zahlende Mitglieder in unserem Verein macht uns mächtiger. Das ist so die Ironie, wo ich jetzt so gut hier heute Morgen reingestellt von den KenFM über die Politik. Das ist natürlich auch, ich habe das Vorwort, muss man anhören, wo ich reingestellt habe. Der klagt natürlich auch an, einseitig, Kategorie 2 Antworten. Aber was hier die Politik entlarvt wird, was er wirklich auf den Punkt bringt, wenn wir jetzt wieder normal einseitig denken, wo er dann sagt, wenn wir doch hier vor Faschisten kein Geld und nichts nehmen dürfen, warum müssen dann die ganzen Rechten, warum müssen die dann GEZ sein? Da müsste dann die ARD und die ganzen Öffentlich-Rechtlichen müssen sagen, von denen wollen wir kein Geld. Das wäre konsequent, ja. Du musst genau anhören. Du musst es genau anhören. Ja, das ist okay. Eine Verlogenheit. Aber was ist es? Es ist dein Traum. Es ist deine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Ich kann das nicht oft genug sagen. Es ist dein Traum. Du sollst nicht kritisieren. Immer dran denken, dieses simple Beispiel. Du sitzt vor an einer Führerscheinprüfung. Du wirst dich freuen für jeden Fehler, der dir bewusst wird, wirst du dich freuen und dich nicht drüber aufregen. Jetzt gebe ich dir in unseren Chat Anfang unseres Themas, wenn sich alle über irgendwas aufregen. Die Figuren, die du dir denkst, die Rolands, die Lothars und so weiter und so fort, sind erst einmal Figuren. Ich kann da nur sagen, ein Lothar als Seele ist ein ganz, ganz tiefer Mensch, der hat extrem Holofeeling studiert, sehr, sehr lang, eigenständig. Aber es bleibt der Lothar auf der Oberfläche. Ich wollte gerade sagen, ja. Bezi macht mir jetzt sehr, sehr viel Spaß, aber es bleibt der Schwätzer Bezi. Und da ist halt das Trockennasenaffe-Männchen mit und die haben noch Riesenfreude, wenn sie ihre Gags raushauen, ihre sexistischen. Okay. Ich kann da mit den Wölfen heute, ich kann da auch welche reinhauen. Wir sind zum Beispiel so Kleinigkeiten, wo ich sage, bei unserem Stammtisch, der Frenki, der Besitzer, hat einen Weimaraner, die Gladys. Ganz liebe und die wird jetzt, glaube ich, 11 oder 12 Jahre alt. Und die hat extrem Rheuma, die kann fast nicht laufen. Die wird jetzt richtig alt, die Gladys. Und dann kommt immer so ein Junge rein, ein junger Hund. Und das ist ein reines Muskelpaket und der spielt und der wespert. Also der schmeißt fast alles über den Haufen mit seiner Rude, haut er hin. Der ist die pure Aufregung. Fällt der Name jetzt nicht ein. Und dann geht er zur Gladys hin und will immer mit der Gladys spielen. Und die Gladys lässt es dann stoisch über sich ergehen, wenn an ihr rumschnüffelt und rummacht, die alte Gladys. Und dann habe ich zum Beispiel auch gesagt, schau, wenn jetzt hier, mir fällt jetzt der Name nicht ein, wie er heißt. Ich sage jetzt einfach mal Pancho, das ist auch ein Hund, aber wenn der Pancho, wenn der Bonner-Filme anschauen würde, habe ich gesagt, der wird mit Sicherheit bloß Oma-Sex-Filme anschauen, weil er so scharf ist auf die Gladys. Aber ich finde, es ist ein geistreicher Kommentar. Weil der Junge immer an der Oma rumschnüffelt und solch und war.
Und das ist halt hier, du musst immer wieder die Qualität von etwas, was in dir auftaucht, bestimmt nicht das Ding, das in dir auftaucht. Du musst dich Naja. ganz zurückholen. Jede Erscheinung, die in dir auftaucht, ist einfach nur. Nee, die ist nicht nur einfach. Wenn ich im Spiel bin, ist sie nicht nur einfach, sondern Richtig, dann weil du verknüpft sie sich das mit meinen merkst, du Erinnerungen. zwanghaft Ja? reagierst mit Wertungen, Naja. mit Zeug. Und mir geht es doch gar nicht um die Erscheinungen und mir geht es auch nicht um die Wertungen. Mir geht es Okay. einzig um den, der das beobachtet, der das erlebt. Und das ist die Sache mit dem blinden Arschloch, wo ich so oft sage, vom ersten Mal hören, bis dass du es verstanden hast, wird jetzt normal gesprochen, wenn 20 bis 25 Jahre in dein Leben vergehen. Verstehe ich dich sehr, sehr gut und antworte darauf gerne, weißt du, das ist mir alles bewusst. Also, soweit es mir bewusst sein Das kann, kann nur ja? dem bewusst sein, der uns zwei ausdenkt. Ganz genau. Das ist immer wieder, da muss man wissen, Ganz von wem ich genau. rede. Und wenn in dem Moment, wo man das Ganz wieder genau. unbewusst in seine Personifizierung reindenkt, darum sage ich, Holofeeling ist selbstverständlich auch gefährlich. Für einen, der noch sehr viel Ego hat, weil es kann Nö, auch ja. extrem die Hybris aufblasen. Ich Ganz weiß genau. ja, ich habe da so Ganz oft darauf genau. hingewiesen. Ganz Und genau. die werden vom Leben extrem abgestraft, diese Menschen. Und dann Siehst fragen du? sie sich, ich habe doch alles Genau. verstanden, wieso muss jetzt Ganz das wieder genau. sein, ich? Weil er nicht verstanden hat, dieser Geist, dass er bei Ich immer noch an sich denkt, Ganz an genau. dieses eine spezielle Ich, dieses blaue Ich denkt und nicht, dass er nicht an das denkt, was er eigentlich ist. Ganz Weil genau. wenn er das ist, dieser Exakt. Beobachter, der nur schaut, ohne zu bewerten, ohne zu reagieren. Wie ich sage, du musst beobachten, wie dein blaues Ich mit in Verbindung mit dem roten Ich, wie du werdest und wie du reagierst. Korrekt. Das musst du beobachten, ohne dass in irgendeiner Art und Weise diese Reaktionen und Wertungen zu werden. Weil Ganz genau. sobald du anfängst, diese Wertungen zu werden, indem du sagst, boah, Ganz jetzt genau. bin Ja. ich wieder nicht einverstanden gewesen, Ganz genau. schon dieses, ah, jetzt bin ich wieder nicht einverstanden gewesen, wenn dir das bewusst wird. Ich habe doch Exakt. dieses schöne Beispiel gesagt mit der Zeit, dieses chronische Krankheit des chronologischen Denkens, dass die bewusst wird, oh, da bin ich wieder voll neben mir gestanden. Ich benutze den Satz. Ich sage, das ist die Bewusstwerdung des eigenen Unbewusstseins. Aber wenn du jetzt wirklich noch mal eins drüber bist, merkst du, dass in dem Moment, wo du sagst, oh, da bin ich neben mir gestanden, musst du dir eingestehen, dass da immer noch dieses Gefühl in dir entsteht, es war vorher, wo ich nicht aufpasste. Jetzt wird mir das bewusst, dass ich vorher unbewusst war. Ich sage, jeder Moment, der in dir auftaucht, da ja alles an Ja. Informationen unbewusst ist, es sind Schatten, ich sage Schatten auf der Leinwand, es sind Schatten. Ja. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist Unbewusstheit und diese unbewussten Dinge, diese Gegenstände, diese Materie, diese Programme, egal wie man diese in Erscheinung tretenden Programme natürlich jetzt abstrakt, denk an das, was ich vorher gesagt habe, als Chat, als gedachtes Chat. Kann mir auch ein Chat denken. Das kann kein Bild werden, aber ich kann es mir denken. Dass all das, was Information ist, alles Existierende, alles Vergängliche ist Unbewusstheit, weil nur Geist ist Bewusstsein und Geist ist ewig, darum kann er nicht existieren, obwohl er seine verschiedenen Existenzen anschaut. Ganz genau. Und jetzt ist es interessant, dass eben das Bewusstsein immer Facetten von sich selbst anschaut und weil das nur Facetten sind, sind die Facetten immer Unbewusstheit und dadurch vergänglich. Für mich ist es so, als würde, wenn in meiner Situation irgendwas geschieht, zum Beispiel ein Text kommt hoch oder was auch immer, dann ist es für mich so, als würdest du mich fragen und, also du mit deinem Karin-Programm, wie denkst du darüber? Was meinst du dazu? Wie Weißt du, was ich schaust du dir meine? dann an? Wie Ganz schaust du dir genau. an? Und dann Exakt. werden dir die anderen Seiten bewusst. Das ist immer. Exakt. Darum habe ich ja hier heute Morgen noch mal ganz klipp und klar, jetzt muss ich doch die Seite schnell übertragen. Das ist ja kein Diorder. Ich schalte es nochmal schnell ein. Was da dazu war. Moment. Da muss ich das so machen. Da ein Beginnen. Wir gehen jetzt da in unseren Chat kurz rein. Da der Redescher, das war dieses kleine Stück. Ich mache dich ja mal weg. Mach dir einmal wirklich bewusst, das ist hier das Nicht-Existierende von Gott, ist das wirkende Licht. Das bist du Okay. selber. Du bist ein nicht-existierender Dall als Geistesfunke, ein nicht-existierender Du Dall. hast mich Okay? auch gerade weggemacht.
Mach dir einmal wirklich bewusst, welche von dir, jetzt rede ich von dem Brösel, unbewusst, du merkst schon, wie schön das immer existieren, alles Existierende ist vergänglich, das ist nicht Geist, du bist der Geist. Also nochmal, mach dir einmal wirklich bewusst, welche von dir unbewusst ausgedachten Vorstellungen, da steht jetzt V ist bistabil, das heißt entweder Wellenberg oder Wellendal, entweder oben oder unten, du siehst ja bloß, du erwächst ja nur immer das eine oder das andere. Genau. Habe ich die Stelle. Welche unbewusst ausgedachten Vorstellungen von machtgierigen Menschen, das sind die Beklagten in dem folgenden Video, oder geistlosen Besserwissern, das ist dieses Pixelmännchen oder irgendwelche andere Kläger, die irgendwas anklagen. Die folgenden Pixelmännchen-Lautsprecherworte, jetzt habe ich hier schon, weil du hörst ja eigentlich einen Lautsprecher zu, und selbst dieser Lautsprecher, den du zuhörst, ist schon ein logisches Konstrukt, zeige mir. Du denkst dir den schon wieder in die Kiste rein. Ja, genau. Das ist Genauigkeit. Natürlich kannst du jetzt die Kiste aufmachen und reinschauen, aber du schaust nie in irgendwas rein, du siehst immer nur Oberfläche. Ich kann nicht in ein Zimmer reinschauen, ich kann mich da reindenken oder in das Zimmer mich reingehen, reinsetzen und dann schaue ich von innen die Wände an. Ich schaue immer nur Oberflächen an. Okay. Klar. Beachte dabei ist interessant. Rot ist dabei. Das heißt, die geschlossene Schöpfung ist im Nichts. So muss man das lesen. Weil BA heißt im Nichts und DA heißt ja die geschlossene Schöpfung. Oder ich mache das A als 70, dann heißt es die geschlossene Quelle im Nichts. Beachte dabei, es handelt sich bei diesem Gespräch um eine Reihe von Kategorie 2 Fragen. Der stellt meistens Fragen. Ist aber interessant, dass er einseitige Antworten erwartet. Dieser Sprecher, den wir uns jetzt ausdenken. Mach dir einmal wirklich bewusst, wie du dir, das meine ich jetzt wieder den Brösel, diese Fragen mit deinem derzeitigen zum Denken benutzten Intellekt, die Ernst der geöffnete Existenz ist Urteilen, wissen wir ja, und das ist das Fundament, unter Mendior, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Kennen wir mal anschauen. Selbst zwanghaft einseitig beantworten wirst. Du wirst dem weder Beifall klatschen oder du wirst sagen, das stimmt nicht. Hier die völlige Entlarvung der trügerischen Demokratie. Und jetzt habe ich da ganz einfach hier aus Buch Ich bin du hier bloß diese zwei Seiten reingestellt. Das geht noch viel, viel weiter. Ich habe da noch viel mehr Beispiele. Du musst wissen, jetzt bewusst raumzeitlich gedacht, diese Schrift ist vor fast 30 Jahren entstanden. Das sind prophetische Worte. Ein Zustand, den damals überhaupt noch gar keiner gedacht hat. Es war damals genauso schlimm, es ist bloß überhaupt nicht das Thema gewesen. Das ist eigentlich zuerst einmal das, was einem klar werden muss. Und da muss ich anfangen, selbst zu denken. Ja. Und du denkst immer selbst, aber du denkst mit Schwamminhalt. Und das Denken, das in dir dein Schwamminhalt auszeugt, dein Programm ist nicht deine Meinung, es ist eine Anbrung. Es macht dir so logisch erscheinen. Aber jetzt sage ich wieder, wenn du doch der Computer bist, die Logik, die du hast, ist das Programm und die Daten, die du in dir trägst. Aber den Schwamminhalt, das konntest du dir nicht raussuchen. So ist es. Da kann ich über die Moral, das ist ja nicht diskutierbar. Ich sage schon, wenn einer in dir auftaucht und diskutieren will, zeigt das eine Geistlosigkeit. Ja. Ich habe, wenn ich Videos immer anschaue, das ist ja schon mal dieses, wenn du das, du darfst richtig alles ausdenken, du musst das bewusst machen, dann haben wir in Videos ja den Daumen nach oben und den Daumen nach unten. Und das sind auf kurze Selbstgespräche, reagiert ja die, die Holofeeling machen, reagieren ja die meisten eh nicht drauf. Sowieso ist nicht, alles genau. Klar. Aber wenn du dann auch hier jetzt bei dem Video über die Demokratie, wo ich dann immer wieder sage, du kannst dann genau sagen, das sind so und so viele Hundert oder Tausend, jetzt bei dem KenFM-Video über die Demokratie, das sind einige Tausend, die haben Daumen nach oben und ein paar Hundert haben Daumen nach unten. Das ist, die Aussagen sind nicht diskutierbar, was er da bringt. Er will zwar auch einseitige Antworten, er klagt was an, aber es sind einfach Gedanken, die jetzt immer offensichtlicher werden. Und ich habe zigfach schon gesagt, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde ihre Geistlosigkeit zeigen. Ich denke mir jetzt bewusst deutsche Universitäten aus. Ich weiß, ich erschaffe dir es, weil ich über das Bewusstsein verfüge. Und da denke ich mir jetzt Philosophieprofessoren rein. Gibt es einen ganzen Haufen. Aber die habe ich eh schon zigfach entlarvt mit ihrem Geschwätz. Aber was jetzt hier ist, das Geschwätz ist nicht die Weisheit im Hintergrund. Und ich sage, wie kann es sein, dass wir gebildete Menschenerzieher haben, die mir Professoren lernen, die Philosophie studiert haben
und in einem System leben und die Menschen nicht darauf hinweisen, was für eine Falle die Demokratie ist. Und ich sage, wenn die nur ein bisschen die alten, und ich mache jetzt ganz bewusst die Raumzeit, die alten Griechen gelesen haben, ich muss ganz, ganz kurz die Tür aufmachen, bin gleich wieder da. Naja, das machen sie, weil sie noch keine Alternative haben. Huh? Wenn sie den Menschen erzählen, dass das nicht so ganz okay ist, müssen sie eine Alternative anbieten. Die haben sie nicht. Wem würde man dann jetzt zutrauen, diese Welt? Du weißt, was ich gerade gedacht habe? Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt die Tür, die Reihe geöffnet habe und nochmal schauen, ob sie da ein bisschen reinspielt. Das habe ich mir gedacht. Wiederholt es nochmal. Ich dachte, naja, die Professoren machen das deshalb nicht, selbst wenn sie es philosophisch erkennen können. Sie haben ja keine Alternative zu bieten. Sie wissen nicht, was soll ich den Leuten jetzt sagen? Immer schaut, es denkt in dir und es denkt und du kannst es ja nur beobachten und du sollst der werden, der das bewusst beobachtet und dir dann wieder Gedanken über diese Gedanken machen. Das sind Oberwellen. Es ist aber, ich weiß nochmal, ich mache den Satz gar fertig, dass also, wenn ich doch ein Professor bin und ich habe die alten Griechen gelesen, ich kann dir nur eins sagen, bring mir die Schrift eines alten Griechen, was natürlich Blödsinn ist, die kann ja immer nur jetzt auftauchen und entsteht jetzt. Okay. Bring mir einen einzigen griechischen Philosophen, allen voran jetzt Plato und Sokrates Dialoge. Aber alle weisen auf die große Falle der Demokratie hin. Ja, alle, klar. Durch die Bank. Ist ja auch verständlich. Das heißt, diese griechischen Systeme, diese vier, da will ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Und wie kann einer demokratisch denken, wenn er das verstanden hat, was diese alten weißen Männer, die natürlich nur weiße sind, weil wir uns die jetzt so ausdenken und wir uns denken, dass die das geschrieben haben. Das ist ja das Problem des chronologischen Denkens. Bei Holophilic fällt es ja alles in sich zusammen. Holophilic ist ein komplett anderes Weltbild. Kein Alternativweltbild zu dem Bestehen, sondern das Summa Summarum. Das ist das Wichtige, was man verstehen muss. Holophilic steht in keinster Weise im Widerspruch zu irgendeiner Religion oder irgendeinem Glaubenssystem. Die sind alle richtig. Es sind systemrelevante Parameter von Holophilic. Auch wenn die sich zu widersprechen scheinen. Mhm. Jetzt denken wir an mein Auto. Ein funktionsfähiges Auto hat systemrelevante Parameter. Dazu brauchen wir Gummi. Gummi ist was anderes wie ein Metallblock, der Motor zum Beispiel. Was anders wiederum wie ein Stück Schlauch, der kann jetzt aus einem Gewebe, aus einem Gummi sein und so weiter und so fort. Du kannst nichts wegmachen. Und auch wenn du sagst, das ist wie beim Menschen. Sehen ist was vollkommen anderes wie Hören. Das Hörorgan ist was ganz was anderes. Das ist nicht kompatibel auf dieser Ebene. Aber genau dieser absolute Widerspruch, dass etwas sehen kann, aber überhaupt nichts hört und das andere hören kann, aber nicht sieht, das zu vereinen zu was vollkommen Neues, so wie ich sage, der Kreis, der jetzt normal gedacht überhaupt keine Ecken hat, obwohl er genau genommen ein Unendlicheck ist und das Dreieck, das zumindest die kleinste Form von eckigen Gegenflächen ist, die zu verbinden zu einem Körper, das ist eine höhere Dimension. Holophilic beschreibt eine höhere Dimension ohne esoterischen Schatten. Ohne dieses ganze esoterische Geschwätz mit raumzeitlichen Vorstellungen von Ewigkeit, von Himmelreich und Hölle, das habe ich doch so schön beschrieben im letzten Selbstgespräch. Und ich weise noch mal darauf hin, auch dieses Prinzip der ausgedachten Menschen hat 16 Seiten. Wir haben gesagt, aber sag mal, Himmelreich auf Erden, Erde ist jetzt erst einmal erwecktes Wissen. Das erweckte Wissen kann dir positiv erscheinen, dann lebst du den Himmel auf Erden. Ich mache jetzt mal ganz kurz noch mal, du bist reich, du bist gesund, du kannst dir alle Wünsche erfüllen. Oder die Hölle, du bist arm, ich mache jetzt das Spezialmaterial, du bist arm, du bist krank und musst darben und hast nur Probleme. Mhm. Das ist jetzt einmal Himmel auf Erden oder Hölle auf Erden. Mhm. Das ist ja immer, Erde ist immer, da gibt es keinen Himmel jenseits, das ist der Mittelpunkt. Ja. So, jetzt brauchen wir die Qualitätsachse. Du kannst im Himmel auf Erden erleben und kannst ein Verbrecher sein. Und du kannst der Guter sein und den Himmel auf Erden erleben. Du kannst die Hölle auf Erden erleben und der Guter sein. Und du kannst der Verbrecher sein, der letztendlich hier das macht, die vier Seiten. Mhm. Jetzt habe ich von du gesprochen. Wo vier sind, sind acht. Mhm. Das, was für dich gilt, gilt auch für andere Geistesfunken. Natürlich. Für andere träumende Geister. Ja. Jetzt haben wir 16. Also 2, 4, 8, 16. Ja, klar. Was jetzt nochmal, wenn du das nochmal durchdenkst, wenn wir nochmal eine Stufe dazu machen, ist es definitiv, dass ich jetzt immer wieder sage, meinst du, dass der Himmel und die Erde da außen sind?
Oder meinst du, die sind in dir? Denk an die Tasse, wo ich sage, schau mir von innen nach außen. Oder glaubst du noch, dass von außen was in dich reinkommt? An Information. Das musst du immer drehen und dann kommst du immer auf die 16 Seiten. Und das gilt, habe ich ja gesagt, für die Brille, das gilt für das Internet, das gilt für alles. Wenn du mal dich löst von den symbolischen Bildern, sondern das Prinzip im Hintergrund verstehst. Und mach dir keine Hoffnung, dass das irgendwelche Gedanken von dir verstehen würde, bevor du das verstanden hast. Ich sage immer wieder, du kannst dir erst einen wirklich weisen Menschen ausdenken, wenn du weise bist, weil du immer nur dein Wissen in die Menschen reinprojizierst. Das gilt jetzt auch für den Udo. Ich behaupte, ich bin jetzt ein Pixelmännchen, eine Figur in deinem Kopf, den Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Ich bin nicht dieses Pixelmännchen auf deiner VR-Brille. Ich bin jetzt rein, einfach nur ein Gedanke von dir. Ich sage, ein Protagonist in deinem Traum. Aber so, sehr weise. So wie die Karin und so wie der, der jetzt, dieser Brösel, der vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Das sind ausgedachte Dinge, das sind zeitliche Erscheinungen, das sind Existenzen. Und Protagonisten in einem Traum werden das tun und so sein, wie der träumende Geist es träumt. Das heißt, alles, was der Udo dir jetzt erzählt, ist dein Wissen. Dein eigenes Wissen, von dem du noch nichts weißt. Das oder dass ich noch nicht erinnere. Verstanden werden und da musst du auch keinen missionieren. Darum sage ich, missioniere nicht irgendwelche Menschen, die ich mir ausdenke. Nee, es macht ich mir doch einfach nur Spaß. Den wach zu machen, der mich meine ich jetzt ganz gezielt diesen Udo, der mich jetzt ausdenkt, den will ich wach machen. Das ist der Einzige, der mich interessiert. Und das bist hundertprozentig du, sonst würdest du dieses Gespräch jetzt nicht hören. Und nicht der du zu sein glaubst. Jetzt lassen wir es gut sein, weil ich muss weg. War ein schönes Gespräch. Ich bedanke mich. Hat mir Freude gemacht. Gespräch. Tschüss. Danke.